Oh, Leute, da fährt ein LCE von Zuschauern. Wir sind gerade im Frankfurter Bahnhof, bald sind wir da. Hälfte haben wir, glaube ich, schon geschafft, oder? Haben wir schon das geschafft? Nee, doch nicht. Aber wir sind jetzt auch schon ca. 1 Stunde 30 unterwegs. Hier sieht man nochmal Flughafen Frankfurt. Yay! Und da hinten ist die Autobahn. Ey, da sind alle Schlösser, Leute. Guckt euch einfach an. Ups, alles Schlösser. Ich versuche näher zu zoomen. Ach, Zug ist zu schnell. Aber es sind alles Schlösser. Könnt ihr euch das vorstellen? Und hier sieht man schön den Rhein, oder was ist das nochmal? Ist das der Rhein? Das ist der Rhein. Sieht man hier schön mit Bötchen. Und ja, wir sind halt gerade in Köln. Und fahren jetzt Richtung Emden durch. Oh, das hier. Leute, hier fahren ein paar Züge rum. Yay. Also hier stehen welche rum. Also gemeint. Das sind hier Züge. Und das sind alte Züge. Und da sind einfach Sprays dran. Jetzt fahren wir an der Brücke. Ja, jetzt dauert es nur so 4 Stunden, bis wir in Emden sind. Das weiß ich nicht, wie lange das noch dauern wird. Aber nur so 4 Stunden dauern, bis wir auf der Fähre sind. Wir sind gerade in Münster angekommen. Wir fahren jetzt so circa 2 Stunden, bis wir auf die Fähre gehen. Und wir sehen uns wieder in der Fähre oder in Emden. Wie gesagt, wir treffen uns dann in Emden. So. Ey Leute, wir sind gerade in Pappenburg angekommen. In Pappenburg ist auch die Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Wenn Sie uns hier verlassen, danken wir für die Reise. Ja. Das ist die der Deutsche Bahn und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Hier ist eine Werft, wo Schiffe gebaut werden. Die Meier. Ja, meine Mama hat es gerade schon gesagt, wie es heißt. Und ja, wird man so sehen, wäre es viel cooler. Aber wir haben jetzt ein bisschen Verspätung, weil wir kurz stehen geblieben sind. Aber das ist nicht schlimm, wir bekommen eh unser Schiff. Weil wir sind im letzten Zug, also wir können eh nichts mehr verpassen. Leute, wir sind am Bahnhof Emden, genau, Emden Bahnhof angekommen. Gleich fahren wir weiter, also wir stehen jetzt noch so eine Viertelstunde da. Dann fahren wir zum Hafen und gehen da aufs Schiff. Ja, das und ist das wir die Flasche kommt da gefallen, genau. Leute, wir fahren gerade auf den Bahnhof aus Emden los. So, wir sind ja ins Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Intercity der Deutschen Bahn nach Emden-Außenhafen. In Emden-Außenhafen werden wir in ca. 6 Minuten ankommen. Und am Emden Außenhafen endet unser Zug, dann wir bitten alle Fahrgäste dort auszusteigen. So, wir sind genau in 6 Minuten in Emden Außenhafen. Marlon hat früher immer gesagt Endehausen. Das habe ich halt wirklich gesagt. Endenhausen hat er. Das habe ich halt wirklich so, mal gesagt. Wir fahren nach Endenhausen. Weil wir fahren jetzt halt, wie gesagt, wie der Durchsprecher gesagt hat, jetzt zum Hafen und gehen da auf und dann die gehen wir Fähre. Auf die Fähre und dann haben wir noch 2,5 Stunden. Und dann fahren wir, wie gesagt, 2 Stunden, wie meine Mama gerade gesagt hat. Bis dahin. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt Hochwasser oder nicht Hochwasser. Ein Schock.